Freunde, schaut euch das mal hier an. Dieses schöne Stück Fleisch. Willkommen zu Bäumler Grillt. Wir machen heute ein Joghurt-Dill-Rind. Und da ist auch schon unser Rind, und zwar ein Rinderbraten. So, weiter geht's mit unserem Joghurt. 300 Gramm drüber kippen und dann schön einmassieren. So, Freunde, Joghurt ungefähr eine halbe Stunde einziehen lassen. Weiter geht's mit Paprikapulver edelsüß und dann natürlich wie immer schön einmassieren. Genau so. So sieht's aus, wenn ihr das schön einmassiert habt, und dann hauen wir nochmal Knoblauch und ein bisschen Salz drauf. Das ist Dill, schöner frischer Dill, und den nehmen wir so wie er ist, waschen ihn natürlich und hauen den dann in einen Gefrierbeutel. Ihr könnt das Ganze natürlich auch mit einem Laminiergerät einschweißen, aber ich habe jetzt einfach mal einen Gefrierbeutel genommen. So, dann noch unser Rind ins Tütchen, ja genau, rein damit. Nochmal einen kleinen Klecks Joghurt dazu für die Flüssigkeit. Schön luftdicht verschließen und dann pressen und bearbeiten und hin und her und tralala, ihr wisst ja, ne? Ziel ist es, dass ihr quasi den Dill komplett mit dem Joghurt vermengt, und wenn es so aussieht, dann seid ihr fertig. Dann mindestens 8 Stunden in den Kühlschrank. So, jetzt mal an die Maschine, ne? Bei 180 Grad dann mal unser Fleisch drauf, da ist noch ein bisschen Dill dran, einfach weg. Und dann lassen wir das Ganze mal schön auf beiden Seiten anbraten. So, immer mal um 90 Grad drehen, damit es so ein schönes Schachbrettmuster gibt, wie es die Leute gern haben, ne? Dann ab damit aufs Ruhebänkchen bis zur richtigen Kerntemperatur. Und genau dort hauen wir ab und zu auch mal ein bisschen Barbecue-Soße drauf und verschmieren die schön mit einem Pinsel, damit das ganze Fleisch bedeckt ist. Und wenn ihr es wendet, macht ihr es auf der anderen Seite genauso. So, 64 Grad sind erreicht und so sieht's fertig aus, Freunde. So, Freunde, schneiden wir das mal an. Leider gibt's kein Geruchs-YouTube, denn sonst könntet ihr riechen, wie das toll duftet. Wunderbar, butterweiches Fleisch. Schaut euch das an, wie das Messer durchgeht. Außen wunderbar klassiert und karamellisiert durch die Barbecue-Soße, innen richtig weich und zart. Wunderbar, Freunde. So, Freunde, ich kann es jetzt schon essen und da freue ich mich wirklich drauf. Ihr müsst es leider noch nachkochen, aber das kriegt ihr hin. Das war's für diese Woche von Bäumler Grillt. Freue mich über ein Like, ein Abo oder aber einen netten Kommentar. Bis dann, Freunde.